Demonstrationen, Fußballspiele, Großveranstaltungen. Ein Pferd ersetzt 10 Polizisten. Deshalb soll die zukünftigen Polizeireiter werden in Hannover ausgebildet. Zusammen mit ihren Pferden. Hier sollen die Hamburger Polizisten von der niedersächsischen Reiterstaffel lernen. Der Ausbilder Dirk Braun, genannt. Ich will, oder Teamgeist, wenn einer hier raus. Noch ist nicht klar, ob alle Schüler im Sattel und im. Ja, ich sag mal ruhig, mehr oder weniger am Anfängerstadium sind. Ja, vertragen. Ja. Was hast du für ein Gefühl heute? Ja, ist alles ein bisschen hippelig und stolperig, wa? Ja. Aber, ja, nee. Überhaupt noch gar keinen Draht irgendwie. Nee, du hast natürlich auch mit deinem Sitz noch ein paar Problemchen. Ja. Und dem versuchen wir dann auch so ein bisschen abzuhelfen, nach und nach. Ne? Das muss bei dir losgelassen reinkommen, dass du ein bisschen zur Balance findest. Hm. Gundel zwar nach Fabio, gerät ganz schön ins Schwitzen. Staffelleiter Carsten Richter hat vorgesorgt. Für Ausfälle. Ich bin Morgen, Kerstin. Jetzt wird's ernst. Kerstin soll sofort aufs Pferd. Zeitstufe. Heute springen die Schüler aus der Hand. Kerstin, Oberkörper. Ein bisschen mehr dran, Gesäß. Ihn hat einiges aufzuholen. Die Kollegen sind schon 2 Wochen hier. Weiter, 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 weiter. Dranbleiben mit der Hand. Du willst jetzt ganz extrem über den Kreuzen, willst du ihn nachgeben und in diesen leichten Springsitz und da richtig Mittensitz. Hier musst du die Balance finden, von dem Knie, Schenkel, Absatz. Und muss mich erstmal ein bisschen zurechtwuhlen, wie man auch gesehen hat. Die ersten Sprünge waren nicht so ruhmreich, aber ich denke, mit ein bisschen Training klappt das. Mitte Mai. Heute ist ein großer Tag für die künftige Reiterstaffel Hamburg. Die Pferde sollen an Menschenmassen gewöhnt werden. Klondike, der neue Oldenburger, ist nervös. Ja, ich will den kleinen Bruder. Wie sie sich beim Einsatz aufstellen sollen, dafür gab es bereits eine Trockenübung. Wir waren das erste Mal bei. Pferde und 80 Polizisten sollen jetzt für den Ernstfall proben. Bei einem Großeinsatz muss jeder seinen Platz in der. Alle sind unerfahren, sowohl die jungen Bereitschaftspolizisten als auch die Hamburger Pferde. Deshalb sollen sie sich bei der Übung aneinander gewöhnen. Damit ein richtiger Einsatz reibungslos abläuft und alle an Björns Reitstil gewöhnt, aber nicht. Einfach mal ein bisschen flott zusammenkommen, ihr bildet jetzt eine Sitzblockade. Oh Gott. Wir halten hier frühzeitig an, wir haben junge Pferde dabei, es passiert keinem was, aber ich denke mal, es soll mal so ein bisschen das Gefühl klar werden, was ist, wenn da im Trab ein paar Pferde auf uns zukommen. Die Bereitschaftspolizisten spielen jetzt Demonstranten. Die jungen Hamburger Pferde fühlen sich neben den Profis aus Hannover sicher. Weiter geht's, halt! Dann los, das Pferd von Gundel Goldbaum. Fabio ist zwar das älteste unter den Hamburger Pferden, aber vielleicht fällt ihm die simulierte Demonstration gerade deshalb so schwer. Mit Menschenmengen hat er kein Problem. Nur so viele Uniformierte hat er in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Gundel Goldbaum kann ihn kaum beruhigen. Vorsicht, 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 Vorsicht! Entschuldigung. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, weil er sonst ja sich die ganze Zeit superartig benahm. Also irgendwie ist es wohl alles ein bisschen viel für ihn. Schade. Hatte mir da ein bisschen mehr erhofft. Es ist ja offensichtlich hier mit Helm und Fußvolk, das ist ja wohl alles ein bisschen viel. Das üben wir in Ruhe und ich denke, dann kriegt er das auch hin, weil eigentlich. Gehen Sie zurück! Kette links! Kette links! Eine Höhe! Jetzt raus, vorrücken! Die Angreifer sind unter Kontrolle. Aber bei Fabio und Gundel geht gar nichts mehr. Der Wallach ist so aufgebracht, dass die Polizistin abbrechen muss. Das Pferd will zwar zu seiner Herde, aber nicht zu den Uniformierten. Gundel hofft, dass es keine Folgen für ihren Fabio hat. Ich will nicht hoffen, dass es ein Trauma war. Also ich denke, wenn man sich an die ersten Tage, als wir einfach angekommen waren in Hannover, erinnert, war der auch auf dem Putzplatz ja so unruhig und hat sich dann im Laufe der Zeit dran gewöhnt. Also ich denke, der braucht vielleicht einfach einen Tag länger.
Und dann das Üben in Hannover auf dem Platz will ich hoffen, dass ihm das dann das Vertrauen gibt, dass es dann auch irgendwann hinkriegt. Wäre schade, wenn es daran scheitert. L'Espresso geht bereitwillig mit Kerstin. Kurz darauf im Reitstall. Auf der Fahrt hat Kerstin starke Schmerzen zurück. Gleich den nächsten. Das wird jetzt zwei Unfall geworden. Kerstin, wie sieht's aus? Carsten Richter bringt schon wieder eine neue Kollegin. Kerstin Jahn hatte den Anschluss nach ihrem Unfall nicht mehr geschafft. Der Chef stellt Dörte Bierbaum vor. Letzte Woche hier schon Dienst gemacht, ja, mit der anderen Gruppe, aber jetzt sind wir ja neu hier. Und schön, dich kennenzulernen. Also Dörte ist, hat schon... Reiten in Hannovers Innenstadt. Ich habe ein eigenes Pferd seit 2 Jahren. Und vorher bin ich immer... Ja, immer schon geritten eigentlich. Also ich kann mich nicht an eine Zeit Dörte ohne Pferde erinnern. Das gab es, glaube ich, noch nicht. Die Reiterstaffel Hannover gehört schon seit 90 Jahren zum Straßenbild. Die Streife zu reiten, also wie ist das abgelaufen? Und seid ihr denn mit Hamburger Pferden angefangen? Oder? Ja, am Anfang sind wir mit Hannoveranern raus. Ja. Also so wirklich mit alten Zossen. Damit wir erstmal dann Gefühl für kriegen, aber ja, dann auch relativ schnell dann bist du mal in der Abteilung mal irgendwo hingeritten, ja, oder so. Und also so ganz lang. Nach der Ausbildung in Hannover werden die Polizisten immer nur zu zweit in Hamburg unterwegs sein. Es würde also. Hat viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, das werden wir dann bald in Hamburg auch. Er ist angefragt worden für einen großen Ort, darf schon mitreiten. Auf dem Schimmel Toledo aus Hannover. Ich freue mich. Björn Bund ist enttäuscht. Er ist nur als Ersatzmann dabei. Ja. Zum Schutzmann. Dafür wäre wohl. Auch die Hamburger Pferde durften nicht mit. Heute sind nur routinierte Tiere aus dem Stall der Hannoveraner dabei. Dass doch ein bisschen mehr erwartet wird, wollen wir die armen Hamburger Pferde noch ein bisschen schonen. Und vor allen Dingen, da es ja auch für uns jetzt, sag ich mal, so die ersten Fußballeinsätze sind, finde ich es auch sehr angenehm, auf einem schon erfahrenen Pferd erstmal die Eindrücke vom Pferd aus zu sammeln, ohne dass ich jetzt noch groß überlegen muss, ob das Hamburger Pferd das alles schon schafft oder nicht. Auf den hier, denke ich, kann ich mich schon ganz gut verlassen. 501? Soll das sein, ne? Ah, ich weiß nicht. Du warst. Halt die Hamburger Fahne hoch. Herrlich. Der Einsatzplan? Die HSV-Fans scheinen den Schutz der Polizei nicht zu schätzen und werfen mit Böllern und Feuerwerkskörpern. Ganz schön dolle, hatte ich so nicht mit gerechnet für ein Fußballspiel. Bin froh, dass ich auf einem hannoverschen Pferd sitze, der schon genügend Einsatzerfahrung hat und mich hoffentlich wieder heil nach Hause bringt. Einige der pferdenjährigen Toledo. Obwohl erst seit 2 Wochen dabei, hält sich die... Also es ist ein blödes Gefühl, wenn einem die Böller, sag ich mal, so herzitze, dass so viel Ruhe hat. Das gibt mir auch dann ganz viel Sicherheit, wenn ich weiß, ich kann mich da auf ihn verlassen. Die Reiter sichern die Seitenstraßen. Polizeireiter, Demonstrationen und Fußballspiele rund um die Hansestadt alleine meistern. Der harte Einsatz auf Hamburger Boden. Eine Reifeprüfung. Aber wir haben das zusammen ganz gut hingekriegt. Also, ich glaube, wir sind ein ganz gutes Team.